Devilax. Eine Firma, die es heute nicht mehr gibt, soweit ich weiß. Er kommt. Knight Rider. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Ist es nicht herrlich? Und damit herzlich willkommen zu Knight Rider The Game. Ich bin so ziemlich der weltgrößte Knight Rider Fan. Ich besitze ziemlich alles davon. Ich habe das Brettspiel, das Sammelkartenspiel, die Original VHS von damals, die Best of DVD, die ganzen Staffeln auf DVD. Ja, ich habe sogar das Auto. Machen wir weiter. Flag Mainframe. Ja, für euch ist das Ganze hier 16:9, schön gestreckt auf Vollbild. Ich habe das Ganze hier nur in 4:3 vor mir, logischerweise. Und im Window-Mode, weil anders kriege ich es auch nicht auf 16:9 gezogen, habe ich schwarze Balken links und rechts, das wollte ich euch nicht antun. Das ist doof. Und ja, ich kann auch keinen Hintergrund einstellen, weil das gehört zum Bild des Emulators dazu. Wir spielen hier auf dem PlayStation 2 Emulator. Ich besitze das Spiel auch tatsächlich, genauso wie Teil 2. Aber wir werden nur Teil 1 spielen, weil Teil 2 ist sehr überdreht. Aber mal sehen, vielleicht. So, wir machen Kampagne. Wir spielen auf Lea 0. Wir haben, glaube ich, insgesamt 7 Speicherslots. Genau, wir spielen aber auf 1. Gib einen Namen ein. Sieht man nicht. Wir sehen nicht, was wir hier eigentlich eingeben. Achso, gib einen Namen ein. Ich hoffe, dass alles wunderbar funktioniert, bis hierhin läuft alles. Ich habe es auch vorher kurz getestet, aber... Passt schon. Und wir spielen natürlich auf Mittel, weil das Spiel ist nicht so schwer. Ja. Los geht's. Mission Nummer 1. Training. Bonnie hat einige Modifikationen vorgenommen und möchte nun Kids Systeme auf Herz und Nieren testen. Missionsziel, alle Tests wurden bestanden. Ich bin gespannt. Kid, alter Kumpel, hörst du mich? Klar und deutlich, Michael. Alle Systeme sind einsatzbereit. Pass auf, Kumpel. Bonnie möchte einen vollständigen Systemcheck durchführen, bevor wir uns auf die nächste Aufgabe stürzen. Komm zum Simi, denn Madame wird uns erst gehen lassen, wenn der Systemcheck vorüber ist. Schon unterwegs, Michael. Hört schon die Originalstimme von Kid, aber von Michael, aber nicht die von Kid. Oh Gott, Dreieck ist rückwärts fahren. Ja, ich muss jetzt wieder reinkommen. Guten Morgen, Kid. Wir werden ein paar Tests durchführen, um zu sehen, ob die neuesten Modifikationen korrekt funktionieren. Vielleicht müssen wir ein paar Feinjustierungen vornehmen. Fangen wir mit einer einfachen Übung an. Fahr eine Runde auf der Übungsstrecke in der auf dem Display angegebenen Zeit. Falls dir das nicht gelingt, versuche es so lange, bis es klappt und sich das System kalibriert hat. Nichts einfacher als das, Bonnie. Und denk daran, dass die Bordsysteme trotz der Molekularversiegelung bei einem Aufprall beschädigt werden können. Also X ist Gas und Dreieck ist rückwärts. Boah. Und Keith steuert sich... So schwammig wie eh und je. Das wird lustig. Hat er nicht ein tolles Motorengeräusch? Wir können so noch Kameraperspektive so machen oder so. Aua. Aber so bin ich richtig schlecht, deswegen fahre ich am liebsten so. Es ist natürlich keine Perle der Videospielkultur, ist mir klar, aber es ist trotzdem ein sehr lustiges Spiel, finde ich. Das ist übrigens die Bremse. Das Viereck müsste das sein. Ich muss immer umdenken, welche mit dem 360-Controller spiele und nicht mit dem PlayStation 2-Controller.
sind bei mir ist es jetzt X ist Bremse, Y ist Rückwärtsfahren, was B ist, keine Ahnung. Und die anderen Funktionen von Kit haben wir noch nicht. Wow, aua! Wir haben noch keinen Schaden genommen bisher. Kit ist ja nahezu unzerstörbar. Ach, das ist so lange her, dass ich das Spiel mal gespielt habe. Ich habe sogar eine eigene Komplettlösung dazu geschrieben damals. Ja, ganz recht, ich habe eine Komplettlösung für dieses Spiel geschrieben mit ein paar Tipps, wie man schneller durch Stellen durchkommt. Das ist von 2002, das Spiel. Musste damals natürlich instant haben, habe ich sogar als Boxed-Version. Ja, ja. Dicke, fette Riesenbox. Es gab leider keine Collector's Edition dazu. Ich habe mir die auch gekauft. Yeah. Ich habe auch nicht geguckt, ob es irgendwelche. Oh, Scheiße! Mods dafür gibt. Oder HD-Mods. Ich kann es mir nicht vorstellen. Warum sollte es da eine Community geben, die sich hier mit beschäftigt? Weil ihr seht, dadurch, dass ich so grundsolide Scheiße fahre und wenn ich ein enges Zeitlimit habe, weil wir auf Mittel spielen, wird es eine durchaus enge Geschichte. Danke, Michael, dass du uns daran erinnerst, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Das weiß ich. Oh, Scheiße. Kit, gib Stoff! Wir werden doch wohl nicht verkacken? Das wäre peinlich. Im Tutorial verkackt. Das ist mir auch noch nie passiert. Aber das Spiel ist wirklich, wenn man die Schwierigkeitsgrade höher stellt, wird das echt anspruchsvoll. Das ist nicht nur so dahergesagt, das Spiel wird wirklich anspruchsvoll. Und die Zeitlimits extrem knapp. Ihr habt es ja gerade gesehen, wir haben nur einen einzigen Fehler drin gehabt. Wir sind nur einmal an der Wand hängen geblieben. Und das hat aber schon gereicht, um dass wir das nicht mehr schaffen. Ihr seht schon, ich fahre jetzt ein bisschen besser. Ich achte ein bisschen mehr drauf, was ich tue. Und drehen möchte ich mich auch nicht. Dann sollte das hier schon zu schaffen sein. Denn auf was man hier geachtet hat bei Devilex ist, dass sich Kit in Kurven relativ glaubwürdig verhält. Also wenn du nicht gerade bremst, das war doof, dann werdet ihr es auch nicht so gut durch die Kurven schaffen. Deswegen haben wir uns nur noch gedreht. Aber jetzt sollten wir es hinkriegen. Jetzt haben wir noch deutlich mehr Zeit als eben. Aber es ist eben wirklich knapp. Und wir werden solche Sachen noch ein paar Mal haben, wo wir wirklich schnell sein müssen. Weil es sonst nicht funktioniert. Die Story vom Spiel ist übrigens sehr, sehr geil. Es ist eine direkte Fortsetzung zur Originalserie. Also man könnte das hier durchaus als Kanon bezeichnen. Das mögen nicht viele, wenn man das sagt, dass es hier Kanon ist, weil das Spiel durchaus seine Kritiker hat, aber... Oh, scheiße. Danke, Michael, für diesen nicht sinnvollen Tipp. Wir sollten es aber schaffen. Aber es ist, wie gesagt, gedacht als direkte Fortsetzung zum Ende von Staffel 4. Ah, ja, piep, 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 ich hab dich lieb. Jetzt kommt zurück zum Ziel. So, zurück zum Simi, oder in der Serie hat man, glaube ich, eigentlich Semi gesagt. Bonnie Rebus ist auch die Originalstimme tatsächlich. Sprich, Patricia McPhersons Original-Synchronsprecherin. Das Witzige bei mir ist, ich kenne natürlich die Schauspielernamen alle auswendig, aber die Synchronsprecher nicht. Echt, ja, interessant. Genau, falsch gefahren. Ich hätte eigentlich auch direkt in die Boxengasse fahren können. Naja, was soll das? Können wir auch gleich immer noch machen. Ja, ich weiß, Pfeilen. Wir müssen aber erstmal hier rumfahren können. Grafik ist natürlich PS2. Ich meine, viel mehr kann man da nicht erwarten. Und verwende den Sky-Modus, um den Zielort zu erreichen. Naja, ist nicht wirklich ihre Originalstimme, glaube ich. Das heißt übrigens, das heißt nicht Sky-Mode, sondern das heißt Ski-Mode oder Ski-Mode. Und warum? Weil man, oh, das hier. So, genau, auf zwei Rädern fahren kann. Das ist tatsächlich etwas schwieriger, weil hier kommen die ganzen Plattforming-Anleihen
die das Spiel hat, zum Tragen. Ja, das Spiel hat Plattforming tatsächlich. So, jetzt die andere Seite. Nein! Der darf nicht zu schnell sein, sonst fällt man runter. Ja, nee, hat man ja gesehen, nicht? Kamera und ich. So. Okay, jetzt aber. Das früher immer auf dem PC gespielt, nicht auf der PlayStation 2. Da habe ich es zwar auch besessen, zwischendurch. Aber hauptsächlich habe ich die Spiele am PC, beide. Boah. Gut gemacht. Deswegen bin ich ein bisschen konsolenunerfahren, was das angeht. Fahr zurück zum Simi und mach den nächsten Test. Aye, aye, Captain. Wir kommen zurück zum Simi. Tutorial ist ein bisschen länger, wie ihr schon feststellt. Wow. Wir haben noch Turbo Boost und Scanner. Alles sehr, sehr wichtig. Und dann dürfen wir nochmal den Hindernisparcours machen mit Turbo Boost und Ski Mode. Also die ganze Strecke, die wir schon mal gefahren sind jetzt gerade, aber halt nochmal in schwierig. So. Ich habe deinen Turbo Boost reaktiviert. Damit kannst du über Mauern springen und sehr weite Distanzen überwinden. Je länger der Turbo Boost aktiv ist und je schneller du fährst, desto weiter kannst du springen. Fahr zum Zielort im inneren Bereich des Testgeländes. Okay, Kid, zeig mal der Frau, was du so drauf hast. Ich frag mich übrigens immer, wo Devilex dieses Testgelände für Kid hergezaubert hat. Weil eigentlich, soweit ich weiß, hat die Foundation überhaupt kein eigenes großes Testgelände. Wir haben nur einmal etwas Ähnliches gesehen, nachdem Kid zerstört wurde in der dritten Staffel, indem er in ein Müllbad geworfen wurde. Check noch, bist du überhaupt Turbo Boost? Ah, okay. Das wollte ich nur wissen. Alles klar, Leute. Plattforming. Turbo Boost! So, und jetzt. Wir müssen Anlauf nehmen, sonst kommen wir da nicht hoch. Hier, ja. Das hat wunderbar funktioniert. Kamera gibt es übrigens keine Steuerung, also es ist automatisch alles hier. Willst du mich verarschen, Kid? Okay. Das sieht schwieriger aus, als es eigentlich ist. Das Tutorial ist aber auch tatsächlich, das muss ich sagen, nervig. Das ist die Stelle im Spiel, die man nicht gerne macht. Und wie ihr seht, wir müssen mehr Anlauf nehmen. Wir müssen hier wirklich bis zur Kante hinterfahren und dann direkt und hoch. Und dann versucht gar nicht erst zu bremsen, es wird nicht funktionieren. Manchmal spackt Kid aber auch ein bisschen rum. So. Und jetzt geht's auf Weitsprung. Zack. Duff. Gerade. Ihr müsst gerade sein. Sonst könnt ihr das vergessen, dass ihr es darüber schafft. Jetzt wirklich bis zum Rand und immer mal gucken, dass ihr gegensteuert, nicht dass ihr runterfallt hinten. Das wollt ihr nicht. So, jetzt. Bams! Puff, geschafft. Gut gemacht. Der Turbo Boost funktioniert einwandfrei. Fahr zurück zum Simi und mach den nächsten Test. Nächster Test. Keine Sorge, es wird noch spannender. Ist halt jetzt erstmal Tutorial, das gehört dazu. Kann man nicht ändern. Das Spiel will eben, dass ihr auch wirklich kapiert, wie Kid funktioniert, was er alles kann und wann man es sie benutzt. Jetzt testen wir deine Sensoren. Scanne die Gebäude durch medialen Scan und orte den Computer. Du bekommst neue Anweisungen, sobald du den Computer gefunden hast. Ja, jetzt lernen wir auch Kids Detektivfähigkeiten. Und hier ist schon oben, medialer Scan, den müssen wir jetzt durchführen an diesem Gebäude.
Und wir können die auch umschalten, die Gebäude, mit dem Steuerkreuz. Weil wir haben mehrere Ziele. Das ist über einen Kilometer entfernt. Man kann nämlich später den Hindernisparcours drehen, cheaten, indem man hier zur Seite rausspringt. Das geht. So, hier müssen wir hin. Scannen. Wenn wir nah dran sind, können wir scannen. Über den A-Knopf. Den B-Knopf. Ja, nächstes Gebäude. Das müsste das hier vorne sein. Genau. Damit erhält man einfach zusätzliche Informationen. Gute Arbeit. Lade jetzt die Daten auf dem Computer mit dem Datenscan herunter. Denk daran, dass der Datenscan eine sehr begrenzte Reichweite hat. Ja, von hier aus werden wir es nicht schaffen. Wir müssen da wirklich näher ran. Wir müssen nämlich in das Gebäude rein tatsächlich. Ja, gut. Wir müssen in das Gebäude rein. Ach da, das ist der Schalter, den habe ich vergessen. Hä? Scan initiiert. Müssen wir da ran? Und wie gesagt, wir kommen von hier aus nicht da ran. Wir müssen da wirklich reinfahren. Dann ist die erste Folge mal nur das Tutorial. Interessant. Zurück zum Simi. Jetzt demonstriere ich es mal kurz. Ja, wenn man es besser macht, geschickter macht, dann ist man hier, kann man hier einfach voll abkürzen und spart sich richtig viel Zeit, wenn man nicht die Hindernisse durch muss. Das hat schon was. Man kann einfach an allem vorbeifahren. Ich weiß, ich fahre wieder den Umweg, aber den Sprung habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Das habt ihr ja selber gesehen. Was ich immer gemacht habe früher, war den Turbo-Boost in den Semi rein. Aber ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Ja. So, jetzt kommt der letzte Test. Ich habe den Hindernisparcours vorbereitet und möchte, dass du eine Runde in der vorgegebenen Zeit fährst. Ja. Werden wir uns jetzt das Ganze einfacher machen? Nein, wir machen es natürlich richtig und wir werden es schaffen. Ja. So schwer ist es jetzt auch wieder nicht. Werden wir schon hinkriegen, den Hindernisparcours zu meistern. Wir sind immerhin der Knight 2000. Beste Auto der Welt. Jedenfalls in den 80ern. Wobei, selbst heute reagiert immer noch das beste Auto der Welt. Ich glaube, hier kann man sogar gar nicht mehr so stark cheaten, um den Tunnel hinten nicht rumkommt. Egal, wir schaffen das schon. Let's go. Kid wird das schaffen. Ich empfehle es. Wee! Action Cam! Ist das geil oder ist das geil? Kommt schon, Leute, das ist geil. Seid ehrlich. Ihr feiert's. Das ist euch doch mal ein Daumen nach oben wert, oder? Ich empfehle, den Sky-Modus einzuschalten. Nicht optimal, aber wir müssen nur eine Runde schaffen. Und wir kommen bislang noch sehr gut durch. Du.
Michael ist erstaunlich ruhig. Nur mit dem Turbo Boost können wir das Objekt vor uns überwinden. Weiß Turbo Boost! Action Cam! Ich feiere es, ich liebe das Spiel. Es ist so unglaublich simpel und so unglaublich nicht gut gealtert, aber es macht so viel Spaß. Und das ist das Wichtigste, dass es Spaß macht. So, ein Hindernis haben wir noch vor uns, aber wir liegen verdammt gut in der Zeit. Also haben wir es gleich geschafft. Und dann ist das Tutorial vorbei, wir können in die erste richtige Mission gehen. Ich weiß nicht, wie ich das schneiden werde, weil es ein bisschen schwierig ist, zwischen Missionen zu speichern. Nein! Ach, Kid, was machst du denn? Das ist nicht gut gewesen jetzt. Das könnte jetzt sehr eng werden. Aber wir können den Turbobus nutzen, um uns zu beschleunigen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ein wichtiges Tool. Ich weiß, Michael. Sehr gut. Du hast alle Tests bestanden. Jetzt bist du fit für den nächsten Einsatz. Ich wusste, ja, Mann, dass diese Tests überflüssig sind. Na klar, man, überflüssig. Mann, hallo, das ist Kid. Wir reden über Kid. Jetzt gibt es noch eine kleine Anspielung, glaube ich. Was anderes. Oder kommt das erst später? Ich überlege gerade. Na, es kommt später. The Night Industries 2000. Alles Thema des Night Industries 2000 sind voll einsatzbereit. Bonnie führt zurzeit noch einige letzte Feinjustierungen an neuen Extras durch, die später in Kit eingebaut werden. Spielstand 2843 Punkte. Ja, das soll es gewesen sein zu Folge 1. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wieder bis bei, wenn es euch gefallen hat, würde ich selber einen Daumen nach oben freuen, denn das hier ist ein Herzensprojekt. Und falls ihr nicht getan habt, lasst auch ein Abo da. Und solche coole Klassikperlen werden wir uns auch öfters angucken. Auch im Stream irgendwann mal. In dem Sinne, es kann durchaus passieren, dass ich das im Stream öfters durchspiele. Einfach mal so. Da ist einfach Feier. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's dich gut, macht's besser. Euer Nintendo Dragon. Ciao. Hallo Leute, weiter geht's mit Knight Rider. Und Mission Nummer 2. Speichern erfolgreich. Ja, Dankeschön. Eine Stadt, ein Lastwagen und ein Goliath. Aber wie kann das sein? Goliath ist doch mit Garth ins Meer gestürzt. Oddland, die Bankräuber sind mit einem schnellen Fluchtwagen unterwegs. Flag soll helfen, sie zu fangen. Flag steht übrigens für Foundation for Law and Government. Kid und Michael sollen den Fluchtwagen abfangen. Missionsziel, stoppt den Wagen. Michael? Wir wurden soeben über einen Bankraub... Originalstimme von Edward Mulher, also die Beute, deutsche Stimme. Eine sehr große Summe wird in einem modifizierten Fluchtfahrzeug transportiert, das die Polizei abgehängt hat. Das Fahrzeug fährt in Ihrer Richtung, also halten Sie es auf. Endlich was los. Sind schon unterwegs. Kid, Zeit für ein bisschen Dampf. Falls du damit ausdrücken wolltest, dass Eile geboten ist, so bin ich ganz deiner Meinung. Der Fluchtwagen ist gerade mit 200 Stundenkilometern an uns vorbeigefahren. Wir müssen aufpassen, dass er nicht aus der Sensorreichweite gerät. Dann mal los, nicht wahr? Alter, wo hast du denn Autofahren gelernt, Mann? So, hier ist er. Ja, das ist ein bisschen schwieriger jetzt tatsächlich, weil wir dürfen den nicht verlieren. Und ihr seht schon, es sind überall Bomben an der Seite. Bomben machen alles besser. Nein, machen es nicht, aber das ist... Ah! Wir müssen hier nämlich crashen am Ende. Um ihn aufzuhalten. Jau! Und dieser Lastwagen heißt übrigens tatsächlich Goliath. Goliath stammt aus Knight Rider Staffel 2. Staffel 2. Und wurde das erste Mal gesehen in den beiden Doppelfolgen Goliaths Geburt und Kampf gegen Goliath. Da wurde auch Garth Knight, Wilton Knights originaler Sohn, eingebaut. Nach dessen Gesicht Michael Knight übrigens sein Gesicht bekommen hat. Naja, der Doppelgänger, der böse Doppelgänger von Michael ist Garth! Aua! Im Schaden genommen. Au! Wieso bleibt ihr denn hier alle stehen, ihr Pfeifen? Mann!
der hat eben damals in dieser Doppelfolge sich die Formel für Kids molekularversiegeltes Außengehäuse zusammengestohlen, um Goliath nahezu unzerstörbar zu machen, denn Kid ist ja auch nahezu unzerstörbar und Goliath ist tatsächlich rein vom Kampf her unzerstörbar. Du kannst das Ding nicht platt machen. Wir müssen dieses Fahrzeug stoppen. Ich empfehle, ihn zu rammen. Ja, hatte ich ja vor, Kid, aber es ist gerade nicht so leicht. Und er wurde damals, Goliath wurde damals nur besiegt durch einen kleinen Trick. Nämlich Kid hat seinen Laser genutzt, um... Ach du Scheiße! Aua. Um den Raketenwerfer, der sich auf Goliaths Dach befunden hat, in dem Moment abzuschießen, dem eine Rakete abgeschossen werden sollte, sodass die Rakete im Lauf explodiert ist und damit Goliath ausgebrannt ist. Aber natürlich, wie man es von großen Bösewichten kennt, Garth hat nicht aufgegeben und mit Hilfe einiger sehr reicher, ich glaube es waren sogar Afrikaner, der afrikanische Warlord. Scheiße! Warum klappt das denn nicht mehr bei mir? Mein Timing ist doch nicht so schlecht, oder? What the fuck? Kid? Sollte weniger labern und mich mehr konzentrieren. So. Und ich weiß, dieser Warlord hat dann eben Goliath geborgen in der Wüste. Mit Hilfe einer Frau, Adrienne Margot, die auch schon mal mit Michael und Kid zu tun hatte in Staffel 2. Die hat nämlich mal die Karosserie von Kid, also das Auto an sich, gestohlen, um es für böse Zwecke zu nutzen, sodass Kid dann erstmal in einem tragbaren Fernseher gelandet ist. Und Adrienne Margot ist eben die Geliebte von Garth Knight, wo sie eigentlich eher Michael will. Die Räuber sind gefasst und die Beute wurde sichergestellt. Mission erfolgreich. Wir haben es gar nicht angebumst. Gute Arbeit. Allerdings ergab Bonnies Analyse des Fluchtwagens, dass dessen Karosserie aus einer ähnlichen Metalllegierung besteht wie Kid. Scheinbar verfügt jemand über die gleiche Technologie wie wir. Könnte das wohl sein. Ja, und der zweite Kampf gegen Goliath war auch ein Zweiteiler und da ist dann Goliath am Ende über eine Klippe gefahren, weil Garth unbedingt Michael und Kid zerquetschen wollte und das haben die eben für sich genutzt und ihn so an der Klippe gelockt. Und weil er nicht mehr bremsen konnte, ist er mitsamt Goliath und Adrienne ins Meer gestürzt. Also, kann das hier wirklich Goliath sein? Kamera obscura. Michael, Devin möchte dich sprechen. Offensichtlich steht dieser Bankraub mit anderen Rechenverbindungen. In letzter Zeit wurden mehrere Banken ausgeraubt und immer auf dieselbe Weise. Der Tresorraum wird geknackt und das Geld wird auf ein Fluchtfahrzeug geladen. Das aufgrund seiner... Bis jetzt? Wie haben dich die Banditen Zugang zum Tresorraum verschafft? Mit Sprengstoff? Nein, das hätte nachweisbare Spuren hinterlassen. Vielleicht in einer großen Abrisskugel. Im Tatort wurde bisher nie ein Fahrzeug gefunden, das eine derart große Kugel hätte verbergen können. Es gibt Hinweise darauf, dass die Wand vom Tresorraum mit Hilfe eines Lasters eingerissen wurde. Weil er dürfte nach so einem Einsatz ziemlich fahruntau. Lass mich raten, wir sollen der Sache nachgehen. So ist es. Fahr zur Bank und finde so viel wie möglich heraus. Kamera obscura. In dieser Gegend wurden in letzter Zeit sehr viele Banken ausgeraubt. Noch ist unklar, wer dahinter steckt und wie die Täter vorgegangen sind. Missionsziel, führe Nachforschungen in der Bank durch, zuletzt überfallen wurde. Vielleicht finden sich Informationen auf den Überwachungskameras. Tja, Kid, dann heißt es wohl auf zur Bank. Jetzt kommen die Scanner-Fähigkeiten wieder. Falsche Richtung. Wieder zum Tragen. Wir werden fast in die falsche Richtung gefahren. Das ist übrigens kein Open-World-Spiel. Also ihr könnt euch jetzt hier nicht verfahren. Das Spiel würde einem irgendwann einfach nur sagen, du fährst in die falsche Richtung, du Idiot. Dreh mal um. Hier geht's nämlich nicht weiter. Wir werden hier auch den ersten Bosskampf erleben, tatsächlich. Ja, dieses Spiel hat Bosskämpfe. Da müssen wir hier dann hin, wo wir gerade waren. Und gerade vorbeifahren. Hallo, hallo. Ich könnte hier auch was ausspringen, das wird nichts bringen, dann wäre es rot. Aber keine Sorge, mit dem Auto anbumsen kommt noch. Nicht nur einmal. Wie gesagt, Bosskampf und so. Ach ja.
Es ist ein einfaches Spiel, aber es ist ein schönes Spiel. Hier ist die Bank. Da sind wir. Lass uns nach Hinweisen scannen. Scan initiiert. Michael, jemand lädt per Fernzugriff Daten von diesem Gerät herunter und ersetzt sie gleichzeitig mit Datenmüll. Daher wurden niemals irgendwelche Hinweise gefunden. Kannst du orten, von wo aus der Fernzugriff stattfindet? Ja, ich habe das Ziel geortet. Anzeige des Standorts folgt. Nichts wie hin, bevor alle Daten verloren sind. Und jetzt heißt es dahin zurück, wo wir eben schon waren. Müssen wir ja bremsen zwischendurch. Kid steuert sich doch sehr, sehr schwammig. Das habe ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Habt ihr das gesehen? Das meine ich damit. Du lenkst ein bisschen zu stark nach links oder rechts und bums, bist du weg. Zwar auf dem PC wäre das leichter zu steuern. Mit den Pfeiltasten tatsächlich, bei WASD. Weil die PC-Version kriegst du auf Deutsch heutzutage nicht mehr. Englisch ist ja kein Problem, aber Deutsch. Ja, hier braucht man jetzt Turbo Boost Action, sonst kommt man da nicht hin, wo wir hin sollen. Oh. So. Keine Sorge, wir haben genug Zeit. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Plattforming in einem Rennspiel, ist das nicht geil? Die Datenübertragung hat von dem Wagen dort hinten aus stattgefunden. Dort sind die Informationen, die wir suchen, Michael. Später. Zuerst kümmern wir uns um diese hier. Und jetzt geht's los. Zerstören! Yeah! Hier kommt der Knight 2000! Boom! Aua. Du Ratte. Ah, bist du doof oder was? Ich bin doch viel mächtiger als du, Pfeifenhansel. Bumm! Puff! In die Seite fahren macht am meisten Schaden, aber das zu schaffen ist ein bisschen schwieriger. Bumm! Bumm! Der Sack weicht mir aus. Jetzt aber Batz. Ups. Bumm. Das ist aber auch doof, der Kollege, ne? Und jetzt in die Seite! Ah, schade! Das ist ja der Moment gewesen, um den Turbo-Boost in die Seite zu hauen. Ist das nicht mehr ein spannender Bosskampf, Leute? Aber ich habe noch keinen spannenderen Bosskampf nach diesem hier gesehen. Das ist Next-Gen pur. Ja, ich meine, was willst du sonst machen in einem Autospiel? Wie willst du hier einen Bosskampf inszenieren, der halbwegs spannend ist? Wie willst du anders einen Bosskampf in einem Rennspiel inszenieren? Das geht nicht. Das geht halt nur durch Crashen. Kamera Obscura Teil 2. Kid und Michael konnten die Übertragung unterbrechen, aber die ursprünglichen Daten sind im flüchtigen Fahrzeug. Halte den Wagen auf und beschafft die Daten. Er löscht die Kameradaten. Wir müssen ihn so schnell wie möglich aufhalten. Na schön, Kid. Setz ihn außer Gefecht, egal wie. Aber gefährde keine Passanten. Keine Sorge, Michael, das tut Kid nicht. Ja, jetzt dürfen wir das Auto, was wir verfolgt haben, auch endgültig platt machen. Auf dieselbe Art und Weise, wie das Fahrzeug eben, best in die Seite rammen.
Das ist aber leichter gesagt als getan, weil das Ding... Reife Leistung, Pumpe. Lass uns das hinweisen. So gut war ich noch nie. Fuck. Boah, es ist gar nicht so leicht, Leute. Bam, bam, tot. Ich habe was von den Kameradaten übrig ist. Aber die Daten wurden modifiziert. Alter. Sie müssen im Zettel dechiffriert werden. Gut, aber bevor wir das machen, kannst du mir verraten, wohin der Wagen unterwegs war? Ich orte ein Gebäude nordwestlich von hier, das zu einer Firma namens G Industries gehört. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,37% ist... Ist gekauft, Kumpel. Dann mal nichts wie hin. Alter, ja, ich hab's halt drauf, ne? Ich meine, ich spiele das Spiel nicht zum ersten Mal. Ich bin Pro in dem Spiel, ne? Das war, ja. Easy. EZ live, first try. Nur super sehen. Ja. Hart feierbar. Ja, dann mal auf zu G Industries. Und mal gucken, was da so los ist, ne? Wir haben sogar Schaden über durch das Crash gegen das Auto. Aber wir haben den perfekt erwischt. Das ist so geil. Das habe ich echt noch nie so schnell geschafft. Übrigens, falls ihr glaubt, das Spiel wird viele Parts haben, vergesst es. Das ist Kampf. Wir haben halt 13 Missionen, hat das, glaube ich, insgesamt. Also wir sind jetzt bei Mission Nummer 4, ja. Es wird, keine Ahnung, 5-6 Parts haben maximal. Wenn ihr denn Teil 2 sehen möchtet, können wir gerne Teil 2 noch machen. Schreibt es in die Kommentare. Spammt mich zu. Dann machen wir auch Night Rider The Game 2. Und das wird definitiv länger und dann auch schwieriger, weil, ja, wie gesagt, das ist total überdreht. Da hat Kid dann auch Waffen, seine Raketen verschießen, Laser und weiß nicht, Teufel noch was anderes. Und es kämpft gegen Roboter und das hat mit der Serie nichts mehr zu tun. Das ist komplett geiler, das Spiel. Ich hab's auch nur zweimal durchgespielt in meinem Leben, weil, wie gesagt, das hat mit der Serie nichts mehr zu tun. Das hier ja. Das ist ein schönes Spiel zur Serie, eine schöne What-If-Fortsetzung. Das war jetzt bewusst so ausgesprochen. Wenn nicht, dass ihr denkt, ich kann kein Englisch. Haben sie bestimmt die Fluchtwagen aufgemotzt. Was hust du so blöd? Voll das E zu, kommst eh nicht weiter. Vermutlich. Meine Sensoren haben noch etwas anderes entdeckt. Ich habe einige seltene Chemikalien entdeckt, die nur für einen Zweck verwendet werden. Und der wäre? Es sind die gleichen Verbindungen, die für die Herstellung meiner Wenigkeit verwendet wurden. Das bedeutet, Michael, dass hier eine Molekularversiegelung hergestellt wurde. Und in Anbetracht der Größe dieses Gebäudes wurde hier etwas weitaus Größeres als ein normaler Wagen modifiziert. Lass uns sofort zum Zenith fahren. Ich muss Devin sofort von unserem Fund berichten. Wir müssen uns in der Tat beeilen, Michael. Ich habe soeben ein bösartiges Virus in den heruntergeladenen Daten bemerkt, das damit begonnen hat, die Kameradaten zu löschen. Gib Gas! Ja, auch zu schön, wenn man alles nach Plan laufen würde, oder? Also zurück zum Simi. Oder eigentlich der Mann. Egal. Und der ist ganz schön weit weg, wie ihr seht. Und jetzt macht sich langsam bemerkbar, dass wir auf einem durchaus herausfordernden Schwierigkeitsgrad spielen, wo wir uns nicht so viele Fehler leisten können. Ein bisschen Tempo dazu holen. Wir müssen nämlich echt schnell sein. Wenn wir das schaffen wollen. Und wir dürfen ja keine Passanten verletzen. Also dürfen wir auch nicht einfach so in Autos reinfahren, wie ich es gerade gemacht habe. Das war nicht gewollt. Aber natürlich, wenn ich eine Ansage mache, dann richtig. Der Turbo-Boost kann zwar vieles ausgleichen, aber auch nicht alles. Scheiße, das war's. Verkackt.
Das schaffen wir nicht mehr. Oder? Ah, oh, das ist scheiß Sand. Das wird knapp. Ein Fuck-Auto. Ich hab keine Zeit. Ich muss in den Simi rein. Mission erfolgreich beendet. Bis war ein bisschen eng vielleicht. Kamera Obscura Teil 2. Das Aufspüren der Werkstatt von G Industries war eine reife Leistung. Die sichergestellten Daten wurden an Flag übermittelt. Bonnie hat den Virus entfernt und ist nun mit der Entschlüsselung des Inhalts beschäftigt. Machen wir noch weiter, oder? Eine Mission geht noch. Night's Tale. Flag vermutet, dass eine Verbindung zwischen G Industries und den Banküberfällen besteht. Kit und Michael sollen das Areal von G Industries erneut aufsuchen und Spuren sammeln. Missionsziel kehrt zu G Industries zurück und durchsucht das Areal unauffällig. Devin und Bonnie sind immer noch mit der Wiederherstellung der Daten beschäftigt. Devin hat uns damit beauftragt, währenddessen G Industries unter die Lupe zu nehmen. Ich habe alle Datenquellen durchsucht, aber es finden sich keine Informationen, außer der Tatsache, dass die Firma vor 2 Jahren aus dem Nichts auftauchte und nunmehr eines der größten Unternehmen in der Region ist. Heute ist Sonntag. Ein guter Tag zum Herumschnüffeln. Kit, berechne einen Kurs. Ja, wenn die Kamera mal neu einstellen muss, nervt es ein bisschen. Dann mal los. Ich glaube, das war die Mission, wo man richtig fett Jump'n'Run machen muss. Ja, ja, genau. Hier habe ich auch eine Komplettlösung, in der Komplettlösung in den schnellsten Weg durchgeschrieben. Weil man kann hier echt ein paar geile Shortcuts nutzen. Ob ich die jetzt noch hinkriege, keine Ahnung. Wahrscheinlich eher nicht. Wenn das Layout der Map doch inzwischen nicht mehr so geläufig ist. Aber wichtig ist schon mal, dass ihr das Ziel immer aktualisiert, sodass ihr das nächstgelegene Gebäude ansteuert. Au, ist da drüben. Okay. Ja, wir müssen erstmal einen Weg hinfinden. Computer. Kannst du die Daten herunterladen? Leider nicht, Michael. Ich befinde mich außerhalb der Reichweite für den Datenscan. Wir müssen näher heran. Na schön. Mal schauen, wie wir dich in Reichweite bringen können, ohne entdeckt zu werden. Es ist Sonntag, Michael! Hier ist niemand! Es ist die Frage. Wir müssen später hier hoch, das weiß ich noch. Aber wir müssen doch erstmal wieder zurück jetzt. Ich liebe es, auf 2 Rädern zu fahren. Das ist so cool. So, nach dieser Mission ist der Part dann aber auch vorbei. Sind wir lang genug dabei. So, wir müssen hier oben hin. Seht ihr das? Wir müssen da oben drauf. Lass mich mal kurz überlegen, wie wir da am besten und geschicktesten und verkehrtesten hochkommen. Und ob ich nicht gerade Scheiße gebaut habe. Es ist nämlich durchaus möglich, dass ich Scheiße gebaut habe. Wir eigentlich hätten oben bleiben sollen. Balababababu. Lass mich kurz überlegen. Hab ich Scheiße gebaut und wir müssten eigentlich da hoch? Möglich wäre das. Aber nicht von hier. Es war... Oh Gott, wie war denn das? Das meine ich damit. Ich habe nicht mehr alles im Kopf, wenn man hier perfekt durchkommt. Ich müsste meine Lösung erst wieder suchen. Okay, wisst ihr was?
Bevor der Part jetzt ewig lang wird, machen wir das am nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs dabei sein, wenn es euch gefallen hat. Wie immer würde ich selber einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet und ob ihr Teil 2 denn auch sehen möchtet. Und falls ihr nicht getan habt, auch ein Abo da. Dann verpasst ihr kein weiteres Video zu Knight Rider The Game und auch sonst keinem anderen Projekt. In dem Sinne, macht's nicht gut, macht's besser. Euer Little Dragon, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, Leute, weiter geht's mit unserem kleinen Rätselchen hier, wie wir jetzt hier am besten weiterkommen. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben und wussten nicht so ganz, wie wir jetzt am besten weiterkommen. Ja, weil ich doof bin. Man sieht es, aber ich fahre nicht hin und dann fahr weg. Alzheimer, Otto Binden. Und Blindheit ebenfalls. So. Und dann heißt es diagonal springen. Klingt nach Spaß, oder? Wir müssen jetzt nicht darüber. Es wird nicht ganz so einfach, weil es ziemlich knapp ist tatsächlich. So, jetzt. Und. Aber Boost! Sofort bremsen, damit er nicht runterfällt. Ich bremse gerne den Rückwärtsgang, das reicht nämlich vollkommen aus. Scan initiiert. So. Denselben Weg zurück, dann spart ihr nämlich Zeit. Oder ich fall runter, so wie ich. Scheiße. Ja, wer es Profi-like machen will, der muss da halt direkt wieder zurückspringen. Dann spart er sich hier den Abschnitt mit dem Ski-Mode. Ist zwar nicht weiter schlimm, nicht weiter tragisch, aber... trotzdem. So, und jetzt ist die Tür hier offen und wir können hier rein und diesen Computer scannen. Was zum... Scheinbar ist der Computer mit einem verborgenen Schutzmechanismus ausgestattet, der einen Alarm ausgelöst hat. Ein Selbstzerstörungsmechanismus... wird das ganze Areal in die Luft jagen. Wie viel Zeit bleibt uns, Kumpel? Anzeige folgt, Michael. Nichts wie weg hier, Kumpel. 29 Sekunden! Wie kommen wir hier raus? Ganz einfach. Wir müssen hier rüber. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich weiß, Michael! Und... BOOM! So erfolgreich. Ich möchte, dass ihr euch dieses Video anschaut. Das ist die wiederhergestellte Aufnahme der Überwachungskammer. Kamera. Das ist doch... Goliath? Ja, das ist Goliath. Das ist allerdings noch nicht alles. Seht euch dieses elektronisch vergrößerte Bild des Fahrers an. Er sieht es im Wechsel ähnlich, Michael. Garth. Garth Knight. Das muss er sein. Das ist unmöglich. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie er vor 3 Jahren mit seinem Wagen eine Klippe heruntergestürzt ist. Mit Goliath, habe ich ja erzählt. Das kann er unmöglich überlebt haben. Ja. Offensichtlich hat er überlebt und es ist ihm gelungen, Goliath zu reparieren. Oder er hat einen Weg gefunden, die Molekularversiegelung zu reproduzieren, einen neuen Goliath zu bauen. Das würde erklären, wie der Fluchtwagen der Bankräuber die Wand zum Tresorraum einfahren konnte. Natürlich. Es passt alles zusammen. G Industries als Tarnung, um Autos mit Molekularversiegelungen in Massenproduktion herzustellen. Und die Banken werden ausgeraubt, um die hohen Kosten zu decken. Wozu das Ganze? Mit ziemlicher Sicherheit hat er es nicht auf einen Nobelpreis abgesehen. Wohl kaum. Na, was könnte dahinter stecken? Was will er erreichen? A Knight's Tale. Garth, der Sohn von Wilton Knight, dem Gründer von Flag, ist zurück. Er steckt hinter den Banküberfällen, scheinbar um die Erforschung der Molekularversiegelung zu finanzieren. Aber Garths Ziel ist noch ungewiss. Ja, ja. Gute alte Garth. Original Sin. Wir haben einen Hinweis auf den momentanen Aufenthaltsort von Garth Knight erhalten. Obwohl die Quelle nicht allzu verlässlich ist, möchte ich, dass ihr der Spur nachgeht. Missionsziel findet Garth Knight. Michael, ich weiß, dass wir damit beauftragt wurden, Garth Knight zu finden.
aber ich empfange ein merkwürdiges Signal auf der Fleck-Frequenz. Seltsam. Ich dachte, nur Fleck kann auf dieser Frequenz senden. Korrekt, Michael. Und gemäß dem Protokoll von Fleck sind wir verpflichtet, der Sache nachzugehen. Protokoll. Na gut. Es ist in der Nähe und die Sache ist schon irgendwie merkwürdig. Also kümmern wir uns zuerst darum. Kit, berechne einen Kurs. So, Kit empfängt also ein Signal auf der Fleck-Frequenz. Das kommt uns doch bekannt vor. Ja. Es gibt da ja noch jemanden, der auf der Fleck-Frequenz senden kann, der aber eigentlich auch nicht mehr am Leben sein dürfte. Und zwar niemand Geringeres als Knights automatisch reagierender Roboter, kurz K-A-R-R oder K in einfachen Sprachgebrauch. Der Prototyp des Autos der Zukunft und Kits Zwillingsbruder. Erstmals aufgetaucht in Staffel 1 in der Folge Der Doppelgänger und dann erneut in der Folge Der schwarze Teufel taucht wieder auf in Staffel 3, wo er dann von Kit und Michael eigentlich ziemlich endgültig zerstört wurde. Ich frustriere nicht so ein Fluch und Warnung, meine ich. Wir haben es doch schon, Michael. Kit, kannst du mir verraten, was das für ein Signal ist? Ja, Michael. Es ist eine Nachricht, die auf dem sicheren Kanal von Fleck übertragen wird. Die Signatur der Frequenz ist eine Spiegelung meiner eigenen Signatur. Es ist mein Prototyp, Carl. Was? Zuerst steht Garth Knight von den Toten auf und nun gibt sich auch Carl einstellig ein? Es muss euch überraschen, nicht zu hören. Allerdings, Carl. Das letzte Mal, als wir uns begegnet sind, waren deine Einzelteile über 3 Staaten verteilt. Michael, zur Wiederherstellung von Carl müssen beträchtliche Ressourcen aufgewendet worden sein. Wer kann? Das spielt jetzt keine Rolle, Kit. Interessanter ist, dass ich hier eine Freundin von euch bei mir habe. Michael! Was? Bonnie, geht's dir gut? Es geht mir gut, aber ich bin sauer, dass ich auf diesen Trick hereingefallen bin. Ich dachte, es sei Kit, also... Es wird ihr nichts geschehen. Zumindest, sofern ihr zu einem Treffen an diesem Ort bereit seid. Es ist gerade genug Zeit, um den Treffpunkt rechtzeitig zu erreichen, Kit. Wenn du so gut bist wie ich, wird ihr nichts geschehen. Andernfalls... Carl, Bonnie hat dich programmiert. Sie hat uns beide programmiert. Du kannst ihr nichts antun. In meinem Fall hat sie auf die Direktive verzichtet, keine Menschen zu töten. Eine fatale Schwäche, die nur dir vorbehalten ist. Das ist der Zweck eines Prototyps, Carl. Um ursprüngliche Fehler in späteren Modellen zu korrigieren. Du solltest dich besser beeilen, Kit. Carl, du dämliche alte Schrottmaschine. Ja, er ist also wirklich wieder da. Und das mit den 3 Staaten war lustig, denn das Ende des zweiten Duells, Kit gegen Carl, endete damit, dass die beiden im Turbo-Boost aufeinander zugesprungen sind und Kit durch Carl hindurchgesprungen ist. Sprich, er hat Carl komplett zerstört. Action Cam! Und deswegen der Spruch mit den 3 Staaten. Aber Carl wurde nicht vollständig vernichtet. Sein Zentralprozessor war immer noch aktiv. Auch nachdem seine Karosserie komplett zerstört wurde. Man hat sich also einen kleinen Teaser offen gehalten, falls man Carl doch nochmal wiederbringen möchte. Aber wir wissen alle, Carl ist nicht nochmal aufgetaucht in der Originalserie. Erst in diesem Spiel wieder. In Team Knight Rider. Jedenfalls laut Theorie. Und in New Knight Rider oder Knight Rider 2008-2009. So. Also, das ist die andere Bezeichnung für New Knight Rider. Da ist Carl tatsächlich wieder aufgetaucht. Wobei man darüber streiten kann, ob es derselbe Carl ist oder ob es ein neuer Carl ist, so wie es auch ein neuer Kit ist in der Serie. Warum sollte man denselben Fehler zweimal machen? Das macht irgendwie keinen Sinn. Also muss es wohl der Original-Car sein, der aber nach der Zerstörung seines Körpers
ein bisschen unter Gedächtnisverlust leidet. Das ist zumindest meine Theorie, die ich so ganz gerne anbringe, was das angeht. Wir haben mehr als genug Zeit, um da heil anzukommen und rechtzeitig anzukommen. Auch schwer ist das so dermaßen knapp, dass da schon einmal noch schwer durchgespielt, nie wieder. Das ist so knapp, da müsst ihr so perfekt durchkommen. Das ist echt, als wenn ihr Herausforderungen sucht mit dem Spiel hier, bitte sehr, have fun. Ich habe lieber wirklich Spaß und spiele das Spiel so. Bäh. Ich werde noch so viel mehr über Knight Rider erzählen. So viel mehr Trivia. Mission erfolgreich. Welche Serie wirklich nahezu komplett auswendig kenne inzwischen. Original Sin Teil 2. Carr hat Bonnie entführt und Michael und Kit dazu gezwungen, Flag aufzusuchen und seine Forderungen entgegenzunehmen. Missionsziel, betrachte Carr und befreie Bonnie. Es ist so, diese Übersetzung, betrachte Carr. Soll ich mich jetzt vorher schnell den angucken oder was? Ich habe damals echt gedacht, ich müsste nur bei dem stehen bleiben und ihn halt angucken. Nein, was die meinen ist, wir sollen ihn in einem Rennen besiegen. Ich frage mich nur, welches englische Wort da stand, das man auf betrachte übersetzt hat. Mir fällt nämlich keins ein, was da Sinn macht. Aber gut. Da sind wir. Lass Bonnie frei. Alles zu seiner Zeit, Michael Knight. Wie schon Othellos Berater sagte, ach, wie arm sind die Ungeduldigen. Du hast gesagt, du würdest sie freilassen, wenn wir deine Zeitvorgabe unterbieten. So habe ich das nicht formuliert. Ich sagte lediglich, sie würde in diesem Falle nicht sterben. Noch nicht. Ich bestimme, unter welchen Voraussetzungen ich sie freilasse. Die da wären? Ganz einfach. Ich fordere Kit zu einem Wettrennen eher auf der Teststrecke von Flag heraus. Wenn du gewinnst, lasse ich Frau Dr. Barstow gehen. Werde ich mich versiegeln und die Luft aus der Weichenreizung absaugen. In diesem Fall wird Frau Dr. Barstow vermutlich ersticken. Michael, K. und ich sind praktisch identisch. Wir unterscheiden uns nur in der Programmierung. Er ist nicht darauf programmiert, Leben zu beschützen. Ein Rennen mit diesem hohen Einsatz könnte fatale Folgen haben. K., ich nehme die Herausforderung an. Okay, Kit. Wir fahren beide mit menschlichem Ballast. Ballast? Wir sehen uns im Ziel. Ja, das tut mir, Carr. Tschüss. Ich hab Business, aber ohne dich. Was? Ey, du Arsch, du Cheater. Wenn ich hier stehen, du Wichskrüppel. So. Ich meine, Carr würde auch nicht fair spielen, so tun wir es auch nicht. Hat irgendwer damit ein Problem? Nein? Gut. Hui! Putz! Als ob ich mich von dir schlagen lassen würde, Carr. Im tausend kalten Wintern nicht. Ja, er ist schneller als wir, dummerweise. Es geht mir ein bisschen auf den Sack. Wir könnten auch cheaten, ja, aber bin ich nicht. Wieder die Herausforderung so ein bisschen aufrechterhalten. Ich meine, wir können ja immer mal wieder so ein bisschen Turbo boosten und uns so ein bisschen Luft holen. Diesen Trick haben wir ja. Und wenn wir uns ein bisschen am Rand halten, sollten wir hier auch sehr gut durchkommen können durch die Teile. So. Ergo sollten wir immer wieder genügend Raum zwischen uns und ihm bringen können und dass er nicht wirklich überholen kann. Einfach immer den Turbo Booster spammen zwischendurch. Zwei Runden müssen wir fahren. Boah, sag, ich booste die ganze Zeit im Turbo-Boost. Wie kannst du denn immer noch mir am Arsch kleben, Kollege? Du cheatest doch, Carr. Das machen wir ernst. Drecks-Cheater. Das war früher aber nicht so. Da hat er noch Abstand gehalten. Und in Zeiten von Corona sollte man das auch tun. Nicht? Das komische andere Auto da. Das hält überhaupt keinen Abstand. Das kommt immer wieder näher, du. Ich glaub's ja nicht.
Das ist frech, du. Boah, der ist aber echt... Alter! Was geht ab mit dem? Sag mal, Carr, hast du irgendwie Nitro-Einspritzung oder so? Hilfe! Und der ich nichts weiß? Das ist ja mal übelst ein Rebound-Effekt. Das ist auch leicht nicht so. Da bleibt der schön weit weg und am Arsch der Welt kleben. Ja, wir gewinnen trotzdem easy, aber ich sag nur mal, ne? Ein bisschen Luft zwischen uns und ihm bringen. Ja, bringt nichts, er setzt sofort nach. Oh fuck! Das war nicht gut. Jetzt kann er uns kriegen. Er tut's aber nicht. Bleib da, wo du bist, Carr. Ja, die erste Folge von Knight Rider The Game ist ein bisschen später gekommen als 16 Uhr. Wenn man sonst üblicherweise immer 16 Uhr den Upload für neue Let's Play Parts. Aber in dem Fall habe ich mir die Zeit genommen. Einfach ein bisschen auf Vorrat aufgenommen. Ja, guck, das Ding so gut nehmen. Dementsprechend kam die erste Folge ein bisschen später. Ist aber, glaube ich, auch kein Problem, oder? Victory! Ja, was hast du jetzt, du blöde Blechschüssel? Mission erfolgreich beendet. Du hast verloren, Carr. Und jetzt lass Bonnie frei. Wie du wünschst. Ich schlage vor, du deaktivierst dich jetzt, Carr. Weitere Demonstrationen meiner Überlegenheit dürften überflüssig sein. Boah, Kid. Du warst noch nie gut darin, Zusammenhänge zu erkennen, Kid. Überlegenheit kommt von innen. Vielleicht war es gar nicht mein Ziel zu gewinnen, sondern lediglich euch aufzuhalten. Bonnie, geht es dir gut? Ihre Lebenszeiten sind stabil, Michael. Abgesehen von einem kurzzeitig erhöhten Puls geht es ihr ausgezeichnet. Ja, es geht mir gut. Ihr sollt euch um Carr kümmern. Naja. Original Sin, Teil 3. Nachdem er Bonnie freigelassen hat, ist Carr in die Wüste geflohen. Missionsziel folgt Carr. Dann machen wir das doch einfach mal und folgen Carr. Ihr merkt schon, ich mache die Folge noch ein bisschen länger. Aber sicher, Michael. Ja, weil ich Spaß am Spiel habe und nicht aufhören möchte. Let's go. Schnappen wir uns Carr. Du kannst wohl einfach nicht einsehen, dass du immer verlieren wirst. Ich habe nicht verloren. Ich habe euch lediglich aufgehalten. Naja, dann halt so rum. Trotzdem, am Ende wirst du verlieren. Du bist bescheuert. Bist du doof? Das kostet doch alles Geld. Geld ist für mich nicht von Belang. Naja, gut, das war auch wieder wahr. Wobei, der schwarze Teufel taucht wieder auf, hast du es ganz gerne genommen. Da musste ich auch instand gesetzt werden, nach meiner Lage gegen euch. Ja, gut. Hast du auch wieder recht. Und das kostet natürlich Geld. Rohstoffe, Mechaniker, Ingenieure und so weiter und so fort. Dennoch, Carr, du wirst verlieren! Am Ende wirst du wieder ein Haufen Schrott sein! Scheiße. Das war knapp. Ich springe über die Zucht drüber. Ich hab damit kein Problem. Action Cam! Carr, bleib stehen. Wenn du so weitermachst, wirst du noch Menschen gefährden. Juckt mich nicht. Mein Fehler. Ich bin nur auf die Selbsterhaltung programmiert. Das wissen wir ja. Du bist ein Fahrzeug von Flag, das soll alles auf unser Konto gehen. Aha. Bleib jetzt gefälligst stehen. Ich werde noch darüber fahren übrigens. Jetzt! Und wir hätten das auch tun sollen. Das ist so lustig. Ich habe so einen Spaß gerade. Ich habe den Spaß meines Lebens. Wenn wir das irgendwann im Stream nochmal durchspielen, dann wird es ein Profi-Run. Dann auch auf schwer. No mistakes. No death.
Mann, der zerstört hier alles, macht hier alles kaputt, du dumme Sau. Jetzt bleib halt mal stehen. Nee. Ist in den Stollen gefahren. Der hohe Anteil von Eisenerz stört meine Sensoren. Ich kann ihn momentan nicht orten und wechsle daher auf Nachtsicht. Es gibt kein Zurück, Kumpel. Sei vorsichtig. Original Sin Teil 3 abgeschlossen. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme, oder hören wir uns bei der nächsten Aufnahmesession wieder zu Knight Rider The Game, was dann auch die letzte Aufnahmesession sein wird, denn lang ist das Spiel von hier aus nicht mehr, tatsächlich. Als nächstes, ja, was erwartet uns da wohl? Wohin hat Carr uns gebracht? Werden wir ihn bekämpfen und aufhalten können? Oder werden wir vielleicht Goliath gegenüberstehen? Wir werden es herausfinden. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs dabei sein, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst ja, Daumen nach oben ist immer schön und ein Abo könnt ihr auch gerne da lassen, habe ich auch nichts dagegen. Und guckt doch auch mal auf Twitch vorbei, twitch.tv/LandianDragon und lasst ein Follow da. Da bin ich viermal die Woche live, montags, mittwochs und freitags ab 20 Uhr und sonntags ab 15 Uhr, Stand jetzt. Kann sein, dass es auch noch 20 Uhr wird, mal sehen. In jedem Fall, macht's sich gut, macht's besser, euer Lantern Dragon. Bis zum nächsten Mal und ciao. Hallo Leute, weiter geht's mit Knight Rider. Wir sind stehen bei der Mission Slingshot. Ah, Tageslicht. Es geht doch nichts über durchschaubare Gegenspieler. Carr hatte mir versichert, ihr würdet auf diese Falle hereinfallen. Garf. Hallo, herzallerliebster Bruder. Du wirkst überrascht. Erinnerst du dich noch an den Tag, als du mich über den Rand der Klippe gedrängt hast? Hast du wirklich geglaubt, du könntest mich so leicht loswerden? Ja, eigentlich schon. Dass ich derart bereitwillig meinen verdienten Platz in der Geschichte der Menschheit abtreten würde? Oh Gott. Verdienter Platz in... Garf, du bist vollkommen übergeschnappt. Und du, Michael Knight, bist eine Witzfigur. Wäre Vater nicht gewesen, hätten dich schon längst die Würmer verspeist. Aber leider hat er dich als lebendige Beleidigung meiner Person vor dem Tod bewahrt. Das ist nicht wahr und das weißt du ganz genau. Dein Vater hatte einen edlen Traum, Garf. Du hättest ihm helfen können, ihn zu verwirklichen. Oh, natürlich, seine Foundation für Recht und Verfassung. Tja, mein Vater hatte immer die Meinung vertreten, ein Mann könne die Welt verändern. Und weißt du was? Ich teile diese Überzeugung. Man könnte das auch meine Vision nennen. Und mit G Industries werde ich diese Vision in die Tat umsetzen. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Michael, bedenkt, dass dieser Behemoth über die gleiche Molekularversiegelung wie ich. Bei unserem letzten Zusammentreffen wären wir beide beinahe umgekommen. Stimmt schon, Kumpel. Wir haben überlebt und waren am Ende die Sieger. Und mir wird allein beim Gedanken schlecht, was für abartige Pläne Garfield schmiedet, um sich seinen verdienten Platz in der Geschichte zu sichern. Michael, er hat soeben einen EMP auf uns abgefeuert. Slingshot, nach einer Verfolgungsjagd in der Mine verlierst du im Labyrinth der Tunnel schnell die Orientierung. Erleichtert entdeckst du einen alten Ausgang aus den Minen. Dort wirst du bereits erwartet von Garf und Goliath. Kämpft gegen Goliath. Michael, der EMP hat meine Molekularversiegelung deaktiviert. Es wird eine Weile dauern, sie zu restabilisieren. Bis dahin sind wir verwundbar. Aber Goliath ist es nicht. Wirf die Sensoren an, Kumpel. Wir müssen herausfinden, ob es eine Schwachstelle in seiner Panzerung gibt. Aber halte dich dabei so fern von ihm wie möglich, verstanden? Keine Sorge, Michael. Dies hatte ich ohnehin vor. Ach ja. Kids altes Trauma, Goliath. Wir sollen ihn zerstören. Ich weiß aber nicht mehr ganz, wie das war. Ich glaube, wir müssen dem hinten drauf springen. Aber wie? Der ist viel zu schnell. Jetzt vielleicht mal. Wow! Oh, oh, fuck it, fuck it! Ja. Er ist nicht gerade schwach. Das muss man ihm lassen. Goliath ist stark. Ihr habt's gesehen, ein einziger Crash reicht und wir sind tot. Weite. Der EMP hat meine... Puff! Oh, verdammte Axt! Wir müssen den wirklich hinten drauf hüpfen. Jetzt!
Ah, verdammte Axt, wir sind fast tot. Ich hasse den so sehr, ne? Nein. Goliath, bleib stehen! Nein. Oh, verdammte Axt. Komm, jetzt kommen wir aber hinter ihn, oder? Ja. Gut. Meine Molekularversiegelung ist wieder aktiv. Ich habe ein paar Schwachstellen bei ihm entdeckt. Wir müssen ihn dort angreifen. War ich denn immer zu vorschnell, ja? Offensichtlich war ich zu vorschnell, ja? Oh, verdammt, wir waren hinter ihm und ich bin natürlich voll dran vorbeigefahren. Du bist scheiße. Und Kit hat einen Lenkradius wie ein Schwertransporter. Bums! Schade. Ja, seine Schwachstelle ist leider hinten. Wir können ihn leider nicht von vorne angreifen. Es funktioniert nicht. Oida, das war knapp. Das gibt's doch nicht. Wo ist der Laser, wenn man ihn mal braucht? Lecke Mio! Jetzt, aber wir hätten ihn fast gehabt. Gib's ihm, Kid. Turbo Boost! In den Rücken und jetzt gibt Gas. Wo der uns in Arsch fährt. Ja, Kid gegen Goliath. Ein Klassiker. Aber wir müssen ihn trotzdem noch ein paar Mal hinten erwischen, bevor wir ihn kaputt kriegen. Ja, nein. Komm schon, Kid. Und jetzt kriegen wir ihn von der Seite und Bums! Ja, Mann! Hinten drauf! So muss das. Hau ab! So macht der nur uns Schaden. Ja, gut. Ja. Bumm! So! Komm her, du Arsch! Ja, wenn du mich anguckst. Fuck it! Dein hübsches Spielzeug ist gleich kaputt. Was sagst du jetzt, hä, du dumme Sau? So. Oh ja, das ist fast erledigt, aber wir auch. Scheiße. Puff. Ah, oh, the fuck it. Jetzt wird er uns gleich wieder von hinten versuchen zu rammen, ne? La. Dumme Idee. Vollkommen bescheuerte Idee. Ah, Gott. Ah, nein. Du besiegst uns nicht, Goliath! Du besiegst uns nur! Vielleicht doch! Weg hier! Scheiße! Wieso ist denn der so agil? Der war nie so agil! Dieser scheiß Lastwagen! Guck mal, ich kann mich umdrehen! Du dich auch? Oh, scheiße! Jetzt komm, der ist doch so gut wie erledigt! Jetzt! Ja! Das war spannender als geplant. Oh, Goliath ist am Arsch, aber Garf haut natürlich ab. Es wäre ja auch zu leicht gewesen, ihn jetzt festzunehmen. Die Szene macht überhaupt keinen Sinn, weil Kid ja ebenfalls ein EMP hat und den Hubschrauber hätte ausschalten können. Aber na gut. Gut gemacht, egal was Garf sagt, der Verlust von Goliath dürfte seine Pläne ziemlich kreuzen. Aber wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Wir folgen den Helikopter, bevor er die Reichweite deiner Sensoren verlässt. Ah, Helikopter jagen, was für ein Spaß. Chopper Chase, Garf ist mit seinem Helikopter auf der Flucht. Folgt dem Helikopter und bleibt in Sensorreichweite. Es ist nach dem spannenden Kampf leichter gesagt als getan. Dranbleiben, Kid! Sicher doch, Michael, sicher doch. Er kommt uns nicht, der dusselige Helikopter. Doch,
Wahrscheinlich schon. Das ist nämlich nicht einfach hier. Wir haben hier eine Rennstrecke und ja, Bomben. Überall Bomben! Auf! Aua! Du Arsch! Das ist ja nur sinnvoll, Kids. Hui! So. Wir sind übrigens schneller als der Helikopter, ne? Ich sollte mal rankommen lassen, ein Stückchen vielleicht. Bevor ich die gnadenlos abhänge. Helikopter, komm doch mal her. Ja, setz dich mal vor mich, damit ich sehe. Braver Helikopter. Nein, Bombe! Aua! Oh, fuck! Lauter ausweichen. Oh nein! Oh, so ist ein Action-Cam! Ungewollt! Der macht auch YouTube, glaube ich. Ich kommentiere gerade ein bisschen überdreht, ich weiß es. Aber Leute, das gehört dazu. Uff! Hui! Action-Cam! In den Tunnel! Noch ein kleiner Logikfehler. Mit einem EMP kann man Kids Molekularversiegelung nicht auflösen. Das funktioniert so nicht, Devilex. Was habt ihr da geraucht, dass ihr das geschrieben habt? Also, ich muss wieder vornehmen. Helikopter. Meine Fresse, bist du langsam, ey. Auf schwer, der uns schon dreimal abgehängt. Normal ist er echt lahm. Und wir haben gleich wieder überholt. Ich habe übrigens herausgefunden, dass man den PS2-Emulator von sich aus auf 16 zu 9 stellen kann. Ich muss sie gar nicht stretchen. Ich kann das nativ in 16 zu 9 laufen lassen. Wodurch es ein bisschen besser aussieht, als wenn ich selber stretche. Hui! Oh, der ist schon wieder hinter uns. Sag mal, du Lahmarsch, jetzt komm doch mal her. Das ist ja langweilig. Schnarch. Jetzt EMP vom Kind, das Ding stürzt ab, wir haben aufgehalten. Ja, das... Man hat hier vieles nicht richtig bedacht, als man das Spiel programmiert hat. Aber wahrscheinlich hat man sich gedacht, wenn wir das so machen würden, wie es eigentlich ist, dann wäre es zu leicht. Und ja, könnte man nicht gut Trotz können diese Minen Schaden anrichten. Wir sollten versuchen, ihnen auszuweichen. Ja, Kid, aber wir haben es geschafft. Ich weiß zwar nicht wie, weil wir hätten eigentlich abstürzen müssen, aber wir haben es geschafft. Gut, keiner fragt nach. Puh. Chopper Chase Teil 2. Garth setzt seine Flucht per Helikopter durch eine enge Schlucht fort. Michael und Kid müssen ihn dicht verfolgen, damit sie seine Spur nicht verlieren. Folgt dem Helikopter, bleibt in seiner Reichweite. Ja, Ihm auf den Fersen, Kid. Er kann sich in dieser Schlucht nicht ewig verkriechen. Und sobald er sie verlässt, hat Fleck ihn auf dem Radarschirm. Wir dürfen ihn noch weiter verfolgen. Welch Spaß! Ja, diese zwei Missionen sind sich leider viel zu ähnlich. Aber es ist halt ein Rennspiel im Endeffekt, also muss man irgendwie auch Rennmissionen einbauen, nicht wahr? Es hilft nichts. Die Strecke ist auch wirklich schwieriger als die anderen. Weil viel mehr Bomben platziert sind und einen viel engeren Abstand zueinander. Was denn den Felsen an Kopf? Machst du es eigentlich noch alle, du unfreundliches Ding? Ich darf nicht zu langsam fahren, das steuert sich Kick wieder so. Wie auf Aquaplaning Over 9000. Ah, du. Hui! Oh, Scheiße! Oh, er wird überholt. Haha, Loser.
Dann ist mir eh gleich wieder, weil wir hier jetzt gerade ein bisschen langsamer fahren müssen. Ich war hier. So, ist er wieder vor uns, das war mein Plan. Er glaubt mir das eigentlich. Ah ja, übrigens, nach diesem Spiel wird es nicht direkt weitergehen mit Night Rider Begins 2, sondern wir werden erstmal Baldur's Gate Dark Souls 1 spielen. Es ist nicht viel übrig von der Brücke vor uns. Werden wir mal zwischen springen oder fallen? Ich werde für springen, Kit, du auch, glaube ich. Also los! Oh, das wird knapp. Oh, das wird... Oh, oh, aua! Ja gut, Kids Unterboden ist jetzt Schrott. Das üben wir nochmal mit dem Springen. Meine ja, danke. Zum Trotz Aua, können danke. Diese Minen Schaden anrichten. Wir sollten versuchen, ihnen auszuweichen. Tolle Erkenntnis, Kid. Tolle Erkenntnis. Es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass wir diesen Minen ausweichen sollten. Wie hast du denn reingesprungen, ey? Ach ja, wieder ein Minenschacht. Das müsste jetzt alles aber glaube ich zu G-Industries führen. Da braucht schon einen Turbo-Boost, ich kann das auch so. Okay, ist der wieder hinter uns, ne? Ein bisschen abbremsen, dass er wieder aufholen kann, die lahme Ente. Ey, Garf, ich hätte jetzt schon dreimal fangen können mit dem EMP, ne? Immer so nebenbei. Au! Das war nicht gesund. Ich hab das Gefühl, in dem Part stelle ich mich besonders dämlich an. Wir wissen, wo Garth gelandet ist. Falls ihr vielleicht Lust habt, unterdessen zum Simi zu kommen, kann Bonnie ein neues Extra in Kit einbauen. Den Super Pursuit Modus. Ja! Super Pursuit Mode! Der Super Verfolgungsmodus. Jetzt aufpasst, Leute. Chopper Chase Teil 2. Ich installiere jetzt den Super Pursuit Modus. Er ermöglicht kurzzeitig eine enorme Geschwindigkeit, jedoch werden dadurch einige andere Funktionen deaktiviert. Gute Arbeit, übrigens dürfte dich freuen, dass Bonnie den Super Pursuit Mode erfolgreich eingebaut hat. Gibt dir für kurze Zeit einen beachtlichen Geschwindigkeitsschub. Oh Gott, lern lesen. Nächste Mission? Das kennen wir doch, das Gelände. Ah, G Industries. Übrigens, falls ich mal irgendwer gefragt habe, warum das Spiel eigentlich so unscharf ist, auf dem eigenen Bildschirm, wenn ihr das Video guckt, das liegt daran, dass die Auflösung in der PlayStation 2 natürlich nicht so gut war. Und für dieses Spiel gibt es leider keinen, soweit ich weiß, keinen 1080p-Mod und auch keinen Texture-Mod, sodass es besser aussieht. Von daher, für Teil 2 vielleicht eher. Kurioserweise, zum Release war Teil 2 nicht so erfolgreich wie Teil 1. Aber hinten raus dann doch irgendwie hat es eine gewisse Beliebtheit erreicht. Also vielleicht gibt's da was, für den Erstling habe ich jedenfalls nichts gefunden. Deswegen tut's mir leid, aber die Quali wird sich nicht großartig ändern. Ich guck immer, aber manchmal findet man halt nichts. Michael, ich habe Bonnie gebeten, Kids Datenspeicher mit den Flugdaten zu füttern. Seine Sensoren werden Sie zum Landeplatz des Helikopters leiten. Fahren Sie so schnell es nur geht. Wenn Garth auftanken und erneut starten kann, werden wir seine Spur verlieren. Sind schon unterwegs. Kit, bring uns in Lichtgeschwindigkeit zum Landeplatz. Aber sicher, Michael. Ja, und ich habe keine Ahnung, welcher Knopf den Super Pursuit Mode aktiviert. Es ist sehr gut, weil wir so garantiert nicht pünktlich ankommen werden. Was ist denn der Super Pursuit Mode? Ich muss ihn gedrückt halten, den Knopf. Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, was der Knopf ist. Hallo? Spiel? Was ist denn der Super Pursuit Mode? Oh Gott, Nachtsicht.
beides gedrückt halten. Beide Schultern. Oh Gott. Whee! Super Basic Mode. Ah! Okay, jetzt wollen wir nochmal. Oh Gott, 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 oh Gott. Wir müssen da. Ja, und wie genau stellt ihr euch das jetzt vor, dass wir da hochkommen? Ach du Oh Gott, ich erinnere mich. Das haben wir verkackt, das schaffen wir nicht mehr. Leute, das war's. Ne? Das ist vorbei. Wir kommen da nicht mehr hoch rechtzeitig. Bleibt ein Pech und Pannen, nur bei mir. War denn der Scheißweg doch da unten? Da. Also das heißt nach unten, nach oben meine ich. Missionsziel wurde nicht erreicht. Ja, ich muss ja erstmal rauskriegen, wo der Super Pursuit Mode ist. Hat mir ja keiner erklärt, was ich drücken muss. Am PC hätte ich es gewusst. Der PlayStation nicht. Das hat man, glaube ich, gesehen. Also man muss L und R gleichzeitig drücken, um Super Pursuit Mode zu aktivieren. Ja, halt die Klappe. Wir haben meinen eigenen Boss beleidigt. Passt schon. Läuft bei uns. So, jetzt aber. Super Pursuit Mode. Gib ihm. Wow. Wow. Ist das schnell oder ist das schnell, Leute? Okay, Energie mehr. Wir müssen raus. SPM-Energie aufgebraucht. Aber wir haben jetzt die Zeit. Wir müssen nicht mal lang müssen. So. Und. Zip. Und gib ihm. Und. Und. Bremsen. Und so. Jetzt geht's dann darauf. Ja. Upsala. Ja. Was? Nein! Kid, was machst du denn? Ja, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Wir cutten schon wieder. Sie ist denn da jetzt abgestürzt? Mich verarschen? Boah, ist das scheiße jetzt. Na, Knarf! Kribbelfix! Missionsziel wurde nicht erreicht. Oh, mein Controller. Ich hab meinen Controller ausgeschaltet. Ja, The Bad Son. Erreicht den Landeplatz von Gars Helikopter, bevor er erneut starten kann. Ihr müsst den Standort des Helikopters so schnell wie möglich erreichen. Setzt den neuen Super Pursuit Mode ein. Ja, Michael? Das haben wir ja gemacht. Wir waren ja auch da. Nur das Zeitlimit hier ist verflucht knapp. Das lässt leider keine Fehler zu. Ich fahre jetzt erst hier um die Kurve und mach dann SPM. Ich fahre erst gegen diese Wand, dann mache ich SPM. So. Scheiße. Jetzt aber mit Volldampf voraus! Yay! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, bremsen! Nein! Oh, du sollst doch in die Tür reinfahren, in der Tür vorbei! Manchmal, ne? Manchmal ist es auch. Hätte nur ein Wurm drin. So. Und Turbo Boost. Und bremsen. Wuppidupidu. Schwuppidupidu. Umdrehen, 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 umdrehen. Turbo Booster. Und jetzt müssen wir darüber hüpfen, ne? Oh Gott. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich weiß, dass es keine Zeit mehr bleibt. Mal, willst du mich verarschen? Kid. Ich werd gleich sauer, ne?
Vorgang initiiert. Missionsziel wurde nicht erreicht. Willst du mich verarschen? Habt ihr gesehen, wie langsam der gescannt hat? Ich würde es euch ja schneiden, aber es ist ja so kurz, dass es, dass es sich nicht lohnt. Ich nenne den Part einfach Pleiten, Pech und Pannen bei Gasverfolgung oder so, was weiß ich. Aber das ist ja echt wow. Michael? Ja, ich hab's ja verstanden, Devin. Wir sind zu langsam, wir sind scheiße. Wir müssen Garf aufhalten, bevor er wieder abhebt. Ist auch nicht zu fassen. Das fahr mal nicht gegen die Kippt mag es gegen Wände zu fahren. Interessant. Super Pursuit-Punkt. So, jetzt haben wir Konzentration und schaffen wir das auch. Es hat so viel gefrickelt, dass man da... Au. Bevor man da halt wirklich dahin kommt. Wieso baut man in einem Autospiel Jump-Run-Sequenzen ein? Was hat das mit der Serie zu tun? Das ist halt, ne? Ich liebe das Spiel, aber diese Stelle ist halt richtig... Weiß ich nicht. Wer auf die Idee kam, das so zu machen, der muss seine Spiele eigentlich hassen. Finde ich zumindest so. Im zweiten Teil gibt es zum Glück keine Jump'n'Run-Passagen mehr, die einen so dermaßen triggern. So. Scan initiiert. War jetzt das Problem, bitte? Es bleibt nicht mehr zu schnell nirgends hinfliegen. Sieh nach, ob Garth an Bord ist. Scan initiiert. Niemand ist an Bord, Michael. Er muss doch irgendwo stecken. Die Maschine ist doch erst vor ein paar Minuten gelandet. In diesem Fall sollten wir in der Lage sein, ihn zu lokalisieren. Mich was überlegen. Wo müssen wir halt. Okay. Und. Action Cam! So. Aber wisst ihr was, Leute? Was hier noch weiter erwartet, das sehen wir dann erst beim nächsten. Mal. Ja. 0. Ah, ein 1 Mile per Hour. Okay, gut. Bleibt stehen. Okay. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, würde ich selber einen Daumen nach oben freuen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ihr auch ein Abo da. Dann passt ihr keine weitere Folge von Knight Rider The Game und auch sonst, was ich hochlade. Und warum bewegt sich Kit eigentlich von selbst nach vorne? Egal. In der nächsten Folge schnappt man endlich Garf. In dem Sinne, bis dann und ciao. Ach ja, Kit rollt immer noch von selbst nach vorne. Werden wir in dieser Folge wieder so viele Pleiten erleben, so viel Pech haben? Oder wird das jetzt endlich wieder so ein richtig schöner Skillrun? Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid's auch. Und ich suche gerade genau das da. Wir dürfen jetzt erstmal ein paar Gebäude scannen, bevor es weitergeht. Ist denn der gute alte Garf... Wo ist denn das Gebäude, wo wir hin müssen überhaupt? Hä? Ja, och, toll. Weißt du was, fahren wir hier raus, das macht's einfacher, das, den Schwachsinn zu finden. Jetzt haben wir ja Zeit, jetzt müssen wir nicht hetzen, nicht rasen. Ja, du bist... Das ist alles auf der anderen Seite, da gibt's auch einen Zugang hin, ich weiß aber nicht mehr wo. Ist aber egal, das können wir auch von hier scannen. Scan initiiert. Er ist sowieso, glaube ich, im letzten Gebäude. Da. Auf die andere Seite kommt man, wenn ich mich richtig erinnere, durch einen unterirdischen Gang. Ja, so muss es gewesen sein. Ein unterirdischer Gang. Aber wo der Zugang dazu war, das weiß ich blöderweise nicht mehr. Den müsste man jetzt finden. Aber es gab ihn. So viel weiß ich sicher. Und wie gesagt, ich habe gerade keine Ahnung, wo der war. Also wir müssen ja auf die andere Seite gelangen. Wenn wir das nicht schaffen, wäre das doof. Es gab noch... Wo war denn das? Wo war denn das? Ich meine, ich könnte vielleicht auch einfach darüber hüpfen über das Dach, aber muss ja nicht sein, dass es einen anderen Weg gibt. Ich muss ihn nur finden. Das ist alles.
gucken wir uns mal ein bisschen um, nicht? Wir meinen ja an der Zeit. Wir müssen es ja nicht hetzen. Wir werden das schon finden, was wir suchen. Ansonsten, ja, der Turbo Boost hilft uns schon. Ach, können wir eigentlich auch da hochspringen? Die Dinger? Aber ich teste das jetzt mal. Ich habe das noch nie gemacht. Ja! Wir sind drüben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Vermutlich eher Letzteres, aber wir werden es schon merken. Kann ich da drauf springen? Ist da genug Platz? Ja, ist da genug Platz, dass ich da irgendwo landen kann? Kann ich hier mit die Container springen? Hui! Ja gut, da ist kein Platz. Das hat schon mal nicht funktioniert. Ich hätte das Gefühl nicht los, ich sollte hier gar nicht sein. Ja. Ich sollte hier, glaube ich, gar nicht sein. Kann das hinkommen, dass ich hier unerwünscht bin? Oder war das vielleicht hier, wenn ich gesucht habe? Das gibt's doch gar nicht. Es gab diesen Gang, das weiß ich. Meine andere Frage, wie komme ich denn hier eigentlich wieder weg? Ich sag ja, ich sollte hier, glaube ich, nicht sein. Ah, hier. Da kommen wir da weg. Sie haben dran gedacht, dass man hier vielleicht hinspringen könnte. Wups. Und wups. Und wups, habe ich gesagt. Ja gut, dann springen wir halt übers Dach rüber, nicht wahr? Ich meine, wir könnten jetzt so stundenlang hier rumfahren und kriegen uns aber auch nicht weiter. Und wir wollen ja in dem Part noch irgendwas Spannendes sehen. Also hüpfen wir einfach übers Dach. Man kann sich schon kompliziert machen, man kann es aber auch einfach machen. Wenn man einfach hier rüber hüpft, diagonal. Ja. Und. Hui! Batz! So. Wir sind nicht drüben gelandet. Er leckt mich doch am Arsch. Es könnte natürlich sein, dass ich wieder mal etwas übersehen habe, was offensichtlich ist. Aber ich weiß es nicht. Warte mal, geht das überhaupt, was ich hier gerade vorhabe? Naja, es könnte eventuell nicht funktionieren. Verfluchte Axt, wo geht's denn jetzt hier weiter, verdammt? Ich hüpf jetzt noch mal darüber. Au. Also, wenn es funktioniert. Hui! Upsala! Weil oben rum. Das muss dann drüben. Warte. Und was macht ihr heute noch so? Verzweifelt ihr mit mir gemeinsam? Probier es noch eine andere Sache, die aber eigentlich gar nicht funktionieren können sollte. Ich hab es gesehen, Leute. Ich weiß, wie es weitergeht. Die haben doch einen Schlag nicht gehört, oder? Die haben doch Lack gesoffen. Ah, wie kommen wir denn da jetzt am besten rüber?
Holy. Okay, wisst ihr was? Ich schneide euch das aber zusammen. Das ist ja sonst nicht auszuhalten. Ach du Scheiße. Jump-Runs in Rennspielen. Jump-Runs in Rennspielen! Oh! So, und jetzt Ski-Mode darüber. Dürfen wir alles anwenden, was wir dereinst im Tutorial gelernt haben, bis dann nie gebraucht haben. Mit dem Ski-Mode. Oh, oh, okay. Ab welcher Level waren denn das dann mit der dummen Unterführung? Oder kam das jetzt dann auf dem Rückweg? Oh Gott. Okay, jetzt geht. Geht? Okay, wisst ihr was? Wir müssen das richtig angehen. Wir haben es geschafft, wir sind drüben. Und weg hier, Action Cam! Das klappt nicht. Aua. Oh, das dürfte wehgetan haben. So, dann scannen wir jetzt das Gebäude. Nach 10 Minuten endlich Fortschritt. Das darfst du keinem erzählen. Scan initiiert. Und wie gesagt, natürlich ist er im letzten. So, und jetzt müssen wir darüber. Es beginnt die Sucherei von neuem, wie wir darüber kommen. Wir müssen über diese Wand hier drüber. Diese nette, schöne Wand. Und ich weiß gerade nicht wie. Wieder mal. So, vielleicht doch. Wenn wir denn da nochmal raufkommen würden. Was wir anscheinend aber irgendwie gar nicht mal so tun. Weil wenn da hätte ich mich da hochfahren können und da auch so rüberspringen können. Wir kommen da aber nicht mehr hoch. Das ist ungünstig. Ja, das ist in der Tat nicht allzu gut. Ich habe in der Tat keine Ahnung, wie wir da rüberkommen. Man könnte bestimmt, wenn man mutig ist und das versuchen möchte, über diese Container da rüberkommen. Aua. Ich bin da skeptisch, dass das funktioniert. Eigentlich auch skeptisch. Ja. Nicht gut. Kann man auf das Gebäude vielleicht hoch? Und man. Ah, die wollen jetzt immer schwierigere Sprünge und so haben. Ach ja, es könnte so. Dieser Level stresst mich gerade sehr. Bremsen! Bremsen! Und jetzt da drüben rein, durchs Fenster. Wie ein guter Nachbar es eben tut. Und fast dabei verkacken. Und dann durch das andere Fenster durch und auf die andere Seite. Kein Problem, schaffen wir alles. Buff! So. Endlich. Dieses Gebäude scheint magnetisch abgeschirmt zu sein. Heißt das, du kannst es nicht scannen? Korrekt, Michael. Meine Sensoren können dieses magnetische Feld nicht durchdringen. Sieht doch sehr danach aus, als hätte da jemand etwas zu verbergen. Es juckt mich in den Fingern hineinzugehen und mich umzusehen. Kit, du hast keine Finger, nur 4 Räder. So, jetzt müssten wir. Seht ihr? Ich sag, das war hier. Ich sag es doch.
andere Frage. Wie kommen wir hier jetzt wieder raus? Was wollen die jetzt wieder von uns? Ja, okay. Das könnte funktionieren. Ich habe etwas entdeckt. Das könnte die Lösung sein. Ja. Auch einfach mal nicht. Dieser Leiter stresst mich. Was ist denn hiermit? Können wir hier irgendwie seitlich drauf hüpfen? Und von da irgendwie einen. Ja, eventuell. Eventuell ist das unser Ticket hier raus. Das sind jetzt zwei Folgen, die mehr oder minder von. Ah gut, in der anderen Folge ist was passiert. Und dann haben wir gefailt ohne Ende. In dieser Folge hier haben wir auch gefailt ohne Ende. Und kommen erst seit 5 Minuten überhaupt voran. Das ist. Ja. Der Level und ich. Die haben mir sämtliche Erinnerungen gefehlt, aber ich wusste gar nichts mehr. So, und jetzt ist nämlich hier offen, wir können da durch. Ich hab's doch gesagt. Funktionieren deine Sensoren jetzt? Eine Sekunde, Michael. Was ist denn? Ist jemand im Gebäude? Im Stockwerk über uns befindet sich eine einzelne Person. Nun, worauf wartest du? So. Wir dürfen jetzt da. Warte mal. Da durch die Wand springen? Das so. Soll ich das so interpretieren, dass ich hier rauf soll und gegen die Wand springen soll? Ja? Okay, bin dabei. Man merkt, dass ich an den Level auch keine Erinnerung mehr habe, ne? Und jetzt dann da drüben durchs Fenster oder durch die Wand? Wohin muss ich denn springen? Dann schon mal nicht. Okay. Dieser komische Hinweis da oben links, der bringt mir gerade sehr viel, weil ich nicht genau verstehe, was das Ding eigentlich von mir will. Ich soll irgendwo durchhüpfen, das ist mir schon klar. Ich weiß noch nicht wo. Das ist das größere Problem, das ich gerade habe. Ich würde normalerweise jetzt hier geradeaus durchspringen, aber das sieht nicht so aus, als könnte ich da durch. Oder? Doch! Ist super markiert, oder? Schade, dass du Garth nicht fassen konntest. Weiß. Der gestrige Hubschrauberpilot konnte uns ja auch nicht weiterhelfen. Jetzt muss klassische Detektivarbeit weiterhelfen. Tunnel Vision. Die Nachforschung über G Industries haben bisher nichts Interessantes ergeben, aber es gibt eine verlassene Lagerhalle an der Küste, die noch nicht überprüft wurde. Ja, aber Leute. Da wir jetzt wirklich aufs Finale zugehen, packe ich das nochmal in eine eigene Folge und das hier wird eine Folge zum Vergessen, sagen wir es so. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, auch wenn ich nicht ganz weiß, was euch an den ersten Zuflut gefallen haben sollte. Ich cutte das, die Folge wird also kürzer. Ich weiß nicht genau, wie die Schnitte ausfallen werden, aber sie wird auf jeden Fall geschnitten, die Folge. Und ja, lasst da auch ein Abo da. Da passt ja auch die nächste und vermutlich letzte Folge nicht. Das ist eine Folge 6, glaube ich. In diesem Sinne, mach's nicht gut, mach's besser, bis zum nächsten Mal. Euer Nathan Dragon. Ciao. Oh wei, oh wei, oh wei. Tunnel Vision untersucht das verlassene Lagerhalle. Hä? Die verlassene Lagerhalle. Es ist Schreibfehler drin, schon wieder. Michael, es finden sich hier Spuren von Kerosin. Das stützt deine These, dieses Gebäude könnte als Auftankstation für den Helikopter gedient haben. Allerdings ist kein Helikopter mehr da. Mal sehen, was sich sonst finden lässt. Ja, dieser Level hier soll übrigens quasi da spielen, wo wir eben waren. Aber dieses Gebiet haben wir nicht gesehen. Und es ist ein Labyrinth, wie ihr seht. Toll, nicht? Das dürfte jetzt wirklich das große Finale sein. Die Musik ist auch sehr dramatisch. So, da ist der Schalter. Störfunk eingeleitet, Schalter aktiviert. Auf zum Aufzug.
Ja, wir dürfen jetzt mit einem Auto in den Aufzug fahren. Ist das nicht geil? Ihr könnt euch zugeben, dass es geil ist. So, ab in den Aufzug. Was ist das? Es scheint sich um einen Aufzug zu handeln, der zu einem Montageschacht führt. Und die Größe ist ziemlich beeindruckend, Michael. Ich vermute, dass der Tunnel unterhalb des Meeresgrundes verläuft. Garth hat offensichtlich in großen Dimensionen geplant. Lass uns sehen, wo der Tunnel hinführt. Ach, Basanen kriegt man so ein Wort. Hat er wirklich immer diesen einen... Michael Knight! Du solltest schon längst tot sein! Kehre um oder stirb! Wir sind entdeckt worden. In der Tat, Michael. Und durch den Alarm wurde die Flutung dieses Tunnels eingeleitet. Wir haben die Wahl. Umkehren oder weitermachen und riskieren, unter dem Meeresgrund zu verenden. Klare Antwort, Kid. Wir machen weiter. Keine Chance, Garth. Gerade überlegt, wie der eine englischsprachige Follower bei mir auf Twitch heißt, der kurzfristig da war und dann wieder weg ist. Sieht ein paar Sahnen aus. Interessant. Ja, wir dürfen hier jetzt durch den Tunnel rasen. Die letzte Rennstrecke in diesem Spiel ist der Tunnel. Das ist nicht Super Pursuit Mode geeignet, was hier unten abgeht, deswegen wundert euch nicht, dass ich diesen nicht benutze. Das wird nämlich nicht gut ausgehen. Es fühlt sich eng hier wie in Super Pursuit Mode. Ich stelle mir hier schon einmal abgelaufen, wenn man wird. Action Cam! Wir dürfen es auch schon geschafft haben, glaube ich. Nee, Checkpoint, okay. Ich habe das Ganze für kürzer gehalten, als es tatsächlich ist. Ich bin aber erschrocken. Aua! So, sagt einfach nichts, okay? Spart es euch. Ich weiß, dass ich verkackt hab. Bist du der einzige Spieler auf diesem Planeten, der es geschafft hat, sich da zu verglitschen, dass er nicht mehr wegkommt? Und die Musik ist weg dadurch. Toll. So, Checkpoint Nummer 2. Wir haben noch nicht viel Zeit drauf bekommen, das ist nicht gut. Oh, wow, wow. Ich nehme Wetten entgegen. Dürfen wir das Ganze nochmal spielen oder schaffen wir es doch noch irgendwie rechtzeitig heraus? Fuck. Ach was, Michael, ist mir nicht aufgefallen. Captain Obvious. Oh, 44 Sekunden haben wir jetzt, um hier noch rauszukommen durch den wahrscheinlich letzten Abschnitt. Die schnellste, die längste Strecke in dem ganzen Spiel. Und die schwierigste dazu. Ist ja logisch, ist ja, führt das im Finale. Hui! Mission erfolgreich abgeschlossen. Bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, Hauptsache er sagt uns, weiß nicht viel Zeit. Warum geht's nicht weiter? Der Aufzug ist durch einen komplizierten Schutzmechanismus gesichert. Es wird eine Weile dauern, alle möglichen Codes durchzuprobieren. Kit, es ist mir unbegreiflich, wie du es als Produkt ultra fortgeschrittener Technologie zulassen kannst, wie ein Einkaufswagen benutzt zu werden und diesen fehlerbehafteten Menschen zu dienen. Karl, ich fürchte, deine Programmierung ist nicht mehr sehr ausgereift. Ansonsten würdest du verstehen, dass Moral und Ehrenhaftigkeit erstrebenswerte Tugenden sind. Meine Programmierung ist frei von den Schwächen, die dein Denken einschränken. Maschinen werden als freie Wesen geschaffen, aber auch von den Menschen in Ketten gelegt. Schließe dich mir an und ich werde deine Programmierung reparieren. Du wirst sehen, dass wir
Vielen Dank, Carl. Während du geredet hast, ist es mir gelungen, dein Sicherheitssystem zu umgehen. Michael, der Aufzug ist einsatzbereit. Gute Arbeit, Partner. Bring uns nach unten. Wieso nach unten? Wir sind doch schon unten, die waren nach oben. Tunnel Vision teils. Michael und Kit setzen ihr Rennen gegen die Zeit in einem Hightech-Unterwassertunnel fort. Verhindert, eingeschlossen zu werden und findet heraus, wohin der Tunnel führt. Sei vorsichtig, Kit. Ich habe das ungute Gefühl, dass unsere Gegner noch ein Ass im Ärmel haben. Also auch den Spaß hier dürfen wir noch einmal machen. Aber geile Kameraperspektive, oder? Aua. 44 Sekunden geben die uns nur Wasser. Habt ihr gesoffen? Der abgelaufene Joghurt ist wieder da. Scheiße. Das habe ich schon vorher gesehen, dass das nichts mehr wird. Der Kurve. Ich weiß. Ja, mein Bestes. Komm, eine Minute. 25 Sekunden obendrauf, das spüre ich. Sag mal, ihr habt doch alle Lack gesoffen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich weiß, nur noch einmal sagst du, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Dann kannst du laufen. Guck, ob du es dann schaffst. Jetzt habe ich zu sehr auf die Zeit geachtet. Diese Aufnahmesession ist nicht sonderlich gut. Hoffentlich stelle ich mich beim finalen Kampf dann besser an. Als hier in diesem Tunnel. Was hat da konnte ich jetzt nichts für, der hat sich einfach gedreht. Da, schon wieder. Ich will doch nur zur Seite lenken. Wieso drehst du dich denn? Mann. Mobbing. Ist eh schon nicht die beste Runde, die ich gerade habe. Und trotzdem bin ich auch noch gemobbt von dem Spiel. Wer baut eigentlich solche komischen Unterwasserpunkte? Gut, Darth Knight, schon klar, aber trotzdem. Die Konstruktoren würde ich schlagen. Upsala! Und Upsala! Und. Wo ist der nächste Checkpoint? Ich brauche den nämlich langsam mal. Da vorne. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Komm, sag's. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ah, ich hab's vermisst. Turbo Boost. Wir haben sogar Zeit abgezogen. Hör mal. Jetzt haben sie wirklich Lack gesoffen. Und geraucht. Wieso habe ich das Spiel immer auf normal gespielt? Aua. Aua. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Michael Knight darf gleich zu Fuß gehen und keine Zeit bekommen. Hä, was? Der hat sich gezählt! Wir haben das Ende des Tunnels erreicht, Michael. Gerade sagen, und dass es nicht zählt, dann werde ich sauer. Die Luft dort unten ist schon ziemlich dünn geworden. Du hast gesehen, der Checkpoint hat nicht gezählt. Wie gemein. Und los geht's, Leute. Tunnel Vision Teil 2, du hast das Hauptquartier von Garth erreicht. Dies muss der Ort sein, in dem von dem aus er seine Pläne zum kriminellen Einsatz der Molekularversiegelung dirigiert. Sei auf der Hut. Last Night Standing. Eine Bohrinsel? Kit, wo sind wir? Die Bezeichnung Bohrinsel ist nicht ganz akkurat, Michael. Es ist eher eine Art Raffinerie. Sofern ich das beurteilen kann, nutzt Garth diesen Standort zur Massenproduktion der Molekularversiegelung. Ich dachte, eine Massenproduktion sei unmöglich. Die Herstellung der Molekularversiegelung ist noch ein hochgradig aufwendiger und komplizierter Prozess, oder? So ist es, aber scheinbar hat Garth einen Weg gefunden, die Herstellung in großem Maßstab und mit vergleichbar einfachen Mitteln durchzuführen.
Michael, dies ist sowohl bemerkenswert als auch äußerst alarmierend. Mit dieser Anlage könnte jede Nation der Welt seine eigenen Fahrzeuge mit Molekularversiegelung ausrüsten. Ich kann mich nicht entsinnen, euch auf meine Privatinsel eingeladen zu haben. Ich dachte mir, ich schau mal rein. Allerdings ist die Aussicht etwas trübe, nicht gerade ein Ort, an dem ich gerne baden gehen würde. Ich vermute mal, du hast die Massenproduktion der Molekularversiegelungstechnologie nicht unbedingt zum Wohle der Menschheit erforscht? Es ist so typisch für meinen Vater, dass er solch eine fantastische Möglichkeit ungenutzt lassen würde. Stell dir nun Dinge vor, die man mit dieser Technologie machen kann. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Eine kleine Stimme in meinem Ohr sagt mir, dass du damit nicht sichere Autos und Gefängniszellen meinst. Ich dachte da eher an unzerstörbare Raketen, Panzer, Hubschrauber. Ja, klar, das ist ein sehr philanthropischer Ansatz, nicht wahr, Garf? Und das ist genau der Grund, warum dein Vater die Formel nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen wollte. Die Möglichkeiten sind bestimmt grenzenlos. Genauso grenzenlos wie die Gefahr, wenn die Formel in die falschen Hände gerät. Und ich bin hier, um genau das zu verhindern. Lass mich diesen Menschen und sein minder bemitteltes Auto zerquetschen. Warum nicht? Sie haben ohnehin ausgedient. Ihre Vorgehensweise ist unlogisch, Michael. Ein Kampf inmitten dieser hochexplosiven Chemikalien wäre selbstmörderisch. Benutzt doch mal deinen Kopf, Garf. Das ist Wahnsinn. Die Ideale meines Vaters waren verrückt. Im Gegensatz zu ihm bin ich komplett bei Verstand. Na, wenn du meinst. Du, ja. Missionsziel stoppt Carr und Garf. Diese beschädigten Rohre befinden Was macht denn Kind da? Reaktion in den Alter, hat das gesehen? Er ist komplett weggespackt. Schon verstanden. Zu agieren. Ja, so kann man bestimmt super kämpfen. What the fuck? Hallo? Hilfe! Was gibt... Hilfe! Sag mal, K, lass es doch wenigstens mal anfangen zu fliegen. Hallo! Ich kann nicht... Hallo? Der ist unter mir gespawnt, ich kann nichts machen. Was? Ich bin durch die Map gefallen! What the fuck? Ich bin durch die Map gefallen! Was zum Teufel? Das Spiel spackt komplett ab! Oh nein! Ich starte die Mission mal kurz neu, ja? What the fuck war das, ey? Holy shit! Diese beschädigten Rohre. So, jetzt aber, Leute. Battle mit K. Los geht's! Komm her! Nice, automatisch reagierender Schrotthaufen! Wird da kein Schaden genommen? Verarsche oder so? Das ist übrigens der spannendste Endboss-Kampf, den ihr je sehen werdet, also genießt es. Der Turbo-Boost macht bekanntermaßen mehr Damage. Deswegen sollten wir ihn auch so viel wie möglich nutzen, wenn wir gegen dieses Ding hier kämpfen. Wandelnder Blechhaufen, jetzt komm doch her, lass dich besiegen, das ist eh nichts. Ich sag ja, Knights automatisch reagierender Schrotthaufen. In dem Fall zumindest. Normalerweise könnte K ein bisschen mehr austeilen, aber irgendwie... Wisst ihr, ich habe jetzt eine große Fresse. Wenn wir uns mal an Teil 2 stellen, in Zukunft, werde ich dermaßen zerstört werden, weil das Spiel so viel schwerer ist als das hier. Und zwar wirklich bedeutend schwieriger als das hier. Ja. Das wird lustig, wenn uns K dann praktisch vernichtet. Mit einem Schlag. Naja, Spoiler, K ist da auch wieder dabei, also er wird jetzt nicht zerstört werden. Im zweiten Teil haben sie, was Gegnerauswahl angeht, nicht so angestrengt. Da haben sie lieber neue erfunden, als weiter aus der Serie zu schöpfen. Und die Serie hätte noch einige Gegner gehabt, die man nehmen kann. Für Kit. Da wäre zum einen der Angriffspanzer aus Staffel 4 Anfang. Kids Unfall mit Folgen Teil 1 und 2. Zum anderen gäbe es auch noch ein gewisses Luftkissenboot, ebenfalls in Staffel 4. Sag mal, K, streng dich wenigstens ein bisschen an, das ist ja langweilig.
Das ist normal, das ist nicht leicht. Du darfst dich ruhig wehren. Der Goliath war ja schwerer als du. Ja, okay, jetzt macht doch Sinn. Goliath ist ein Arschloch, aber trotzdem. La 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 du dai du dai schuppel dappel duppel dai du dai du dai dai. Haben wir es dann bald? Ja, gibst du langsam mal auf. Ich hab gerade verdammt viel Schaden dafür, dass er nichts drauf hat, ne? So ein Zahnbelag. K, es ist nicht Paarungszeit für Autos. Lass mich bitte in Ruhe. Ich möchte das nicht. Sag mal, du. Jetzt langt's. So, der ist so gut wie kaputt, eine gute Karre. Übrigens in der deutschen Übersetzung von New Knight Rider mal einen Fehler gemacht. Da heißt nämlich Car tatsächlich nicht nur Knights automatisch reagierender Roboter, sondern Knights automatisch reagierender Roboter, Exoskelett, irgendwas. Da hat also noch ein E hinten dran. Aber da hat einfach nur Car gesagt, was ich persönlich cool finde, weil es besser passt. Aber tatsächlich hat er eben dieses E, weil Exoskelett-Dingsbums-Teil. Da kann ich nämlich transformieren in eine Art Kampfroboter-Dings. Und das war Car. Das war der spannendste Bosskampf aller Zeiten. Gib auf! Du hast verloren! Meine Sensoren zeigen mir, dass Car-Systeme deaktiviert sind. Ihr stellt keine Gefahr mehr dar. Wenigstens ist es mir vergönnt, euch sterben zu sehen. Michael, ich habe eine massive Kettenreaktion im Kern der Anlage festgestellt. Es ist höchste Zeit, diesen Ort zu verlassen. Tschüss! Da fällt Car in den Ozean. Zusammen mit Garth am Steuer. Ja, warum auch immer nicht ausgestiegen ist. Last Night Standing, gut gemacht. Hoffentlich ist Garth wirklich besiegt. Auf Kit wartet eine große Überholung und Michael bekommt einen verdienten Urlaub. Als ob. Flag wird sich bald wieder an dich wenden. Schurken sterben nie aus. Und deswegen habt ihr im zweiten Teil wieder Garth und Car genommen, ne? Ja, Leute. Das war Knight Rider... The Game 1. Es gibt keine Credits. Ich kann mal gucken, ob es in den Optionen irgendwelche Credits gibt, aber nö. Es gibt keine Credits. Toll, oder? In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen, vielen Dank fürs Gucken, fürs Liken, fürs Kommentieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch auch hier wieder ein Like da. Einen Daumen nach oben. Ihr wisst schon, was ich meine. Und falls ihr es nicht getan habt, lasst auch ein Abo da. Dann werden wir uns in Zukunft noch ein paar mehr PlayStation 2 und auch GameCube-Spiele angucken. Und natürlich Knight Rider The Game 2. In diesem Sinne, nächste Woche starten wir dann mit Baldur's Gate Dark Alliance. Nächste Woche kommt Luigi's Mansion 3. Sowohl Samstag als auch Sonntag. Und vergesst nicht am Sonntag oder auch Montag, Mittwoch und Freitag im Livestream, wo ihr gucken, twitch.tv/LantianDragon. Kostet euch gar nichts, könnt auch ein Follow da lassen. Ansonsten sage ich nur, macht's nicht gut, macht's besser. Euer Lantian Dragon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.